Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht um Mittelerde 2. Und in dieser Folge spielen wir auf Kaer Andros. Ich glaube fast, es ist ein... Ja, es ist eine Karte mit sehr vielen Außenposten und so Zweige. Aber hier spielt man auch ab und zu auf Ringkrieg, weil die ist auch recht umkämpft, die Karte. Also oft, weil die auf... im Bereich drin sitzt auf der ganzen Karte, wo immer sehr viele Nationen drauf zustürmen. Nun gut, ich probiere jetzt diesmal Angmar. Mal schauen, wir starten glaube ich rechts, ja. Und ich werde mal schauen, vielleicht Wolfsreiter oder so, so das ganz typische KI-mäßige. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht! Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Moment, da brauche ich aber eine... Was brauche ich denn da? Ich glaube, eine Halle des Königs. Hier wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden! Auf jeden Fall den Wirbelwind, der ist nie schlecht. Na, wie heißt der überhaupt? Todesbrise. Wenn der minimalen Schaden verursacht, ich frage mich, ob der dann auch Einheiten umbringen kann. Arbeitet für die Eisenkrone. Wenn die ganz, ganz wenig Leben haben. Na gut, was kostet ein Zuchtmeister? Ich glaube 200. Oder 100 sogar nur. Wir haben eine neue 200. Halle des Macht euch bereit zu bauen. An die Arbeit. Ich finde, die Sprache von denen passt zu den Baumeistern nicht. Jetzt, wenn dann schon, hätten sie so Menschen nehmen können. Wir die Menschenbaumeister. Wir bauen für die Eisenkrone. Ich bringe Angmar Steine und Wolfsreiter kosten, glaube ich, 350. Kann das sein? Wir bauen für die Eisenkrone. Damit wird der jetzt gleich... Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Wolfsreiter machen. Ja. Ich führe unsere Wolfsreiter in die Schlacht. Ruhe, ihr Maden. Wir haben unsere Befehle. Vorwärts! Erstmal da oben. Ah, hier kommt man auch oft immer dann rein vom Ringkrieg, wenn man als Angreifer kommt oder sowas. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Wir sind auf einen Vorposten gestoßen. Ja, dann besetzt den Vorposten. Baut es stark. Keine Widerrede, ihr Würmer. Baut es stark, das hört sich so scheiße an, ohne Witz. Wenigstens können die Wolfsreiter auch einnehmen. Da oben ist, glaube ich, nichts. Oh, da ist ja auch noch ein Gasthaus. Da ist noch ein Turm. Da ist noch ein Turm. Das Gebäude ist fertig. Ruhe, ihr Maden. Das Gebäude gehört jetzt dem Hexenkönig. Also das ist ja Wahnsinn, was man hier alles hat. Also, ich wusste zwar so den Bereich ab Turm und rechts, links unten und rechts, so, aber das oben wusste ich gar nicht, weil ich habe mich darum nie großartig gekümmert, weil beim Ringkrieg schaut man eher in dem unteren Bereich, weil da startet man ja auch. Gasthaus, was kann ich? Dann mal. Das weiß ich gar nicht. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Ich bin die Faust Angmars. Ich ziehe in die Schlacht. Ihr spielt Zwerge. Und Axtwerfer. Diese Barbaren Unser wissen, ihre Gebäude Äxte zu schleudern. Ruhe, ihr Magen. Angmar muss erstarken. Ich bin bereit, jetzt gehört für das Gebäude uns. Ah, man kann tun, Länder. Keine Widerrede, ihr Würmer. Steht nicht herum. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Eine Gruppe Wolfsreiter. Die Axtschleuderer kosten ich ja auch nichts, das ist auch gut. In die Hört mir zu, ihr Magen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Wir haben unsere Befehle. Vorwärts! Hört mir zu, ihr Magen. Vorwärts, ihr Faulpelze. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Weltfeuer. Erleucht keine Widerrede, ihr Würmer. Und das wird jetzt zerstört. Komisch, dass hier ab und zu mal ruckelt. Arbeitet, oder ihr werdet die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. Erobert euer Land zurück. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Ihr macht, was euch gesagt wird. Wird auf jeden Fall mal zerstört. Wilde Waage sind gefährlich. Schneller, oder ihr langt meine Keule. Ich übernehme das Kommando. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ein Gasthaus entdeckt, schauen an. Die Truppen werden angegriffen. Ich befehlige die Leibeigenen. Diese Barbaren wissen, ihre Äxte zu schleudern. Das Geile ist, die geben sogar hier noch Rohstoffe. Sie werden sterben. Unser neues Gebäude ist bereit. Alles ab. Ich bringe Angmar Steine und Eisen an die Arbeit.
Was wollte ich eigentlich? Eine Troll- und Wolfsgrube. Hier wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Ruhe, ihr Magen! Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Erobert euer Land. Hört mir zu, ihr Magen! Ihr werdet im Lager gebraucht, ihr wertlosen Magen! Kämpft weiter! Legt alles in Schutt und Asche! Kommt hierher! Ach ja, natürlich kommt es bei ihm raus. Eine Frechheit. Ihr macht, was euch gesagt wird. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Das Gebäude ist fertig. Ja, der hat gar keine Stärken gegen Infanterie. Diese das ist Barbaren blöd. Wissen ihre keine Widerrede, ihr Würmer. Vorwärts, ihr Faulpelze. Wir haben Ruhe, unsere Gemeinde. Das ist natürlich uncool. Die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Keine Widerrede, ihr Würmer. Steht nicht herum. Schneller, oder ihr lernt meine Keule kennen. Aus dem Weg. Sie greifen wieder an. Sie sind schwach und armselig. Ruhe, ihr Magen. Auf in die Schlacht. Hört mir zu, ihr Magen. Wir haben los. Einen neuen Pferd. Gehen wir. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ich habe echt keine Stärken gegen... Doch, da unten. Schneetrolle. Na toll. Hört mir zu, ihr Magen. Gebäude für die Eisenkrone. Das ist natürlich so eine Sache. Doch, die Bogenschützen, die werden vielleicht stärker gegen Schwertkrieger. Los. Bewegung, los! Vorwärts! Da, der Feind! Kommt schon, kommt schon! Ruhe, ihr Magen! Hört mir zu, ihr Magen! Keine Widerrede! Nicht da rein! Das Blutvergießen hat begonnen! Das war ja vorauszusehen, dass das passiert. Der Pferch ist tief! Vernichtet dieses Pack! Wir müssen etwas erleben! Hört mir zu, ihr Magen! Keine Widerrede, ihr Würmer! Die Halle des Königs ist größer denn je! Schneetrolle? Warum nicht? Stört ja nicht. Auf sie! Das Gebäude ihr macht, was fertig. Euch gesagt wird. Vorwärts, ihr Faulpelze! Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Ja, dann bringen Angmar Steine und Eisen. Aber ein bisschen zackig. Wir werden siegen! Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Keine Widerrede, ihr Würmer! Unsere ich Mühle werden angegriffen. Die Leibeigenen zu ihr Magen. Ich führe unsere Wolfe in die Schlacht, meine Keule kennen! Vorwärts, ihr stinkenden Maden! Ihr macht, was euch gesagt wird. Wir werden siegen! Keine Widerrede, ihr Würmer! Der Feind ist in unserem Lager! Arbeitet, oder ihr werdet geknechtet! Da kann ich dann die Bogenschützen machen, auch nicht schlecht. Unser neues Gebäude ist Sie werden fertig. Untergehen! Auf in den Kampf, ihr Maden! Schade, dass wenn die am Boden liegen und man trampelt drüber, dass die noch irgendwie mal extra Schaden kriegen. Das finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Ihr macht, was euch gesagt wird. Steht nicht herum! Schneller, oder ihr lernt meine Keule kennen! Wir bauen für die Eisen. Unser Lager wird angegriffen. Hört mir zu, ihr Magen! Die haben die Lanzenträgerstärke, glaube ich. Das hört sich schon mal gut an. Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Ruhe, ihr Magen! Zack. Die sind schon mal platt hier. Ihr stinkenden Magen. Ich übernehme das Kommando. Ja, die werde ich nicht reparieren. Das sehe ich gar nicht erst ein. Das lohnt sich nicht. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Diese Barbaren wissen, ihre Äxte zu schleudern. Kommt mit zurück an die Arbeit. Ich muss allerdings irgendwie sagen, dass alles irgendwie so langsam gerade läuft. Also, es passiert nicht so viel. Das finde ich ein bisschen komisch. Arbeitet, oder ihr werdet geknechtet. Baut es stark. Ihr macht, was euch gesagt wird. Und ruckeln tut's auch, aber ich bin's nicht, weil ich kann mich frei bewegen. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Los! Aha. Grab, Unholde! Kommt hierher! Hört mir zu, ihr Magen! Das ganze Gruppenbild ist ja lustig, vorhin die Menschen hinten, die Halbtrolle. Oder Trolle. Was nehme ich da? Die haben eigentlich so richtig Scheißfähigkeiten eigentlich. Unser neues Gebäude ist bereit. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Die Boten des Todes. Wir sind kampfbereit. Ist der Feind nah? Durch den Schatten. Und die Todesmaske ist ja mies, habe ich gerade gesehen. Sie werden nichts merken. Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Ist der Feind nah? Die feindliche Festung reißt sie nieder. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ruhe, ihr Magen.
Auf den Weg! Wir haben keine Widerrede, ihr Würmer! Wir werden angegriffen! Nieder. Die Schlacht hat begonnen! Sie sind schwach und armselig! Ja, mein Gasthaus. So, ja, er sitzt auf sowas. Schau ihn an. Zurück zum Lager! Keine Gnade! Nein, 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 keine Gnade. Wir sind kampfbereit. Lautloser Tod. Der Schatten. Unsere Mühlen werden angegriffen. Der Feind ist zurückgekehrt. Wenn ich gewusst hätte, dass er sowas macht. Ja, dann. Wir warten auf die Schlacht. Keinen Mucks. Macht keine Gefangenen. Ich bin die Faust anmacht. Ich bin die Faust anmacht. Die Leibeigenen. Ich hab einen Sprachfehler. Ich führe unsere Wolfsreiter in die Schlacht. Ich übernehme das Kommando. Ruhe, ihr Maden! Alter, das ruckelt ja wie Hölle, aber ich bin's nicht diesmal. Auf in die Schlacht! Aufwärts, ihr Faulpelze! Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ihr macht, was euch gesagt wird. Hört mir zu. Hallo! Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Die Leibeigenen. Der Feind ist hier. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich führe unsere Wolfsreiter in die Schlacht! Auf in den Kampf, ihr Würmer! Ihr macht, was euch gesagt wird. Keine Widerrede, ihr Würmer! Ich glaube fast, das kann ich vergessen. Hört mir zu, ihr Maden! Ihr macht, was euch gesagt wird. Sie werden untergehen. Ja, sie werden untergehen. Wir werden untergehen. Wir sind in Gefahr. Die Schlacht hat begonnen. Dienen dem König. Wir sind unterwegs. Die natürlich, die haben irgendwie einen komischen Fehler. Die greifen nicht gescheit an. Also die greifen sie langsam an. Unser Lager wird angegriffen. Das ist voll bescheuert. Unser Baumeister wird angegriffen. Unser Baumeister ist gefallen. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Blut und Eisen! Sammeln! So. Die vier kriegt, drei kriegt er nicht. Ich befehlige die Leibeigenen. Wen soll ich unserem Banner Und damit war's das, würde ich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Moment Statistik natürlich noch. Sie zerstören unsere Mühlen. Es dauert bloß echt krass lange, finde ich. Unsere Fest. Aha. Also der Ping ist ja unter aller Sau gewesen jetzt hat. So, ja. Gut, das ist halt Zwerge. Held hat er auch. Ich glaube, das war sogar der, der die ganze Zeit dazwischen drin stand. Ich habe zwar jetzt keinen gesehen, aber da war einer. Sonst wären die Einheiten nicht andauernd verstärkt gewesen. Und zwar wahrscheinlich war es der Dein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.